choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Let's Play wird, aber ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir machen hier weiter. Wir haben in der letzten Folge haben wir hier Pinakuni hier betreten. Ne? Pinakuni heißt ich. Ich wollte die ganze Zeit Pinakuni sagen. Pinakuni, ja. Aber das ist falsch und ja, wir sind endlich hier in diese Traumwelt eingetaucht und ja, wir schauen uns hier mal so ein bisschen um, ne? Ich weiß nicht wirklich, wir sollen ja eigentlich hier Urlaub machen, ne? Aber was ich erstmal mache, ist genau das hier absuchen. Gewöhnliche Schätze. Vielleicht sollte ich alle auf Screen machen. Aber was soll's, ne? Haben wir hier Traumsphärenanruf. Hier ist ein Telefon in einem sonderbaren Design angebracht, das nur darauf wartet, dass ein neugieriger Passant den Hörer abnimmt. Klingel, klingel. Guten Abend, verehrter Gast. Wärst du interessiert, hier und heute einen Traumsphärenanruf zu tätigen? Das ist ein Traumsphärenanruf. Eine großartige Frage. Erlaube mir bitte, dir als neuen Gast eine wundersame Welt der Traumsphärenanrufe zu erläutern. Du musst nur ein paar wenige Alfalfa-Quills einwerfen und schon durchschaust du die Telefon automatisch deine Kontakte nach einem schlafenden Freund, bei dessen Träumen du dann mithören kannst. So erfährst du, wovon deine Freunde träumen. Klingt das nicht nach einem spannenden Spaß? Jetzt verstehst du. Aber ich habe nicht solche Münzen, ne? Oh. Ja, 1000 Wählton. Klingel, klingel, klingel. Traumsphärenanruf erfolgreich. Du wirst in Kürze mit dem Traum von Bronya Rand verbunden. Was? Ach, das können wir nicht. Seele, du darfst nicht. Ah, toll, das fällt die Luft an. Du darfst nicht so brutal damit umgehen. Diese Kiste enthält die Handhabe meiner Mutter. Der Inhalt ist sehr zerbrechlich. Ach so, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Gut verstanden. Dann darfst du sie gern selbst tragen. Die Handlung über eine unerwartete Wendung. Irritiert und frustriert legst du den Hörer auf. Danke, dass du den Traumsphären Telefonie in Anspruch genommen hast. Besuche uns bald wieder. Schlagendes Herz. Okay. Bronya und Seele, die werden halt hier geschippt. Das sind hier, sage ich mal, hier die beiden Kollegen, die ich beide nicht habe. Bronya will ich haben, Seele nicht so unbedingt. Ja, Seele und Bronya, die werden halt sehr geschippt hier in der Fandom. Und die sind auch ganz eindeutig irgendwie heiß aufeinander, habe ich so Gefühl. Und die immer irgendwo zusammen irgendwo sind. Muss ich aufpassen, nicht überfahren zu werden. Boah. Vorsicht, Mann! Also wie diese Tramps auf Jarillo 6. Das ist auch so Tramps irgendwie, die man ausweichen muss. So, ich gehe natürlich erstmal überall anders hin, wo ich eigentlich hin soll, ne? Um hier umzuschauen. Was ist dann für eine Limousine? Boom. Ich glaube, ich sollte eher mit der Story weitermachen. So, Notizen. Das ist auch nicht so wirklich, als müsste ich gerade Stellare Jade irgendwie farmen. Ich habe eigentlich genug Sachen. Werde gleich sehen. Ich habe ja noch gar keinen Abstecher hingemacht, glaube ich, oder? So, ja, mal ein bisschen die Story weiterführen, ne? Ich warte ja immer noch einen bestimmten Charakter jetzt zu sehen. Müll. Was ist das? Hast du dich der Tür näherst, hörst du plötzlich eine Melodie von dahinter. Sofort fühlst du dich, als ob ein Windstoß treffen würde. In der Luft liegt ein schwacher Geruch von gerösteten Kaffee, was dir Wasser im Mund zum Laufen lassen lässt. Okay, neueste gehalten. UFO Burger. Den packen wir doch direkt mal in unser, ja, ist irgendwie wie so ein Souvenirbuch, irgendwie Souvenirfotoalben. Boah, den Burger natürlich genau hier. Ja, und machen wir ein bisschen die Story weiter. Na? Dr. Edward. Gott, was bist du? Woher weißt du, wer ich bin?
Das ist voller Fiebertraum hier. Ja. Und überhaupt kein Albtraum oder so, ne? Woher willst du das wissen? Woher weißt du, was ich will? Das ist dieser eine hier. Dieser eine Aeon, der aussieht wie Blade. Die Traumblase berühren. Ja, wir sind irgendwie in Verbindung mit einem von diesen komischen Göttern. Warum ist Pompom hier? Also die Erinnerung vom März oder so? Oh Gott. Habe ich wieder ausgehen mit. Also was dämliches, ne? Aki Willi, ich höre zu. Wer spricht da? おそらく特質の言葉にできない声は読み込めなかったのでしょう。ですが、体験を向上させるため、この夢の泡に調整を加えることは可能です。つまり、誰かの声を選んで、アイオンの声として当てられるということです。あなたがよく知っている人物の声であれば、私が潜在意識を完璧に復元して差し上げましょう。 Kann ich auswählen, wer? Was war eine praktische Funktion? Dann lass mich mal wählen. kann ich auswählen? Ich sagen, ich kann auswählen. Ne? Mal sehen, wer kommt noch in Frage? Himiko wählt natürlich mich. Natürlich mich, aber mit anderem Geschlecht. Ja. Also die weiblichen Hauptcharaktere, die man wählen konnte, Stell. Damit ist der weibliche Charakter jetzt kennen. Nicht irgendwie, weil ich gemacht habe. Ich
Eine Toilette aufgezogen. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Mein Gott. Weil ich bin der Schaffner. Ist ja gut, Mann. Das soll ein schöner Traum sein, ja. Ist das meine versteckte Fantasie? Will ich immer so mal träumen, vom Pompom ausgeschifft zu werden? Was hat das alles mit Aquili zu tun? Ist ja nicht dieser eine Aeon? Oder gerade gesagt. Keine Ahnung. Was hat das mit Aquili zu tun? Mein Unterbewusstsein wünscht sich, von Pompom ausgeschimpft zu werden. Was? Also habe ich mir schon fast gedacht. Ich will doch nicht noch mal gleiche sehen. Kein Fall, das ist viel zu teuer. Und schon wieder gleich zu sehen. Nein, danke. Oh, da ist noch ein Sticker. Gib. Dann steche ich dir dein Auge aus. Oh. Kann ich überhaupt nachgucken hier so? Kann ich die Aeons hier auch nachgucken? Ja, kann ich. Nein, sind nur. Der Trailblaze Aquili. Ja, ich dachte eigentlich mit Bildern und so kann man die hier noch. Nee, schade. Das ist nur ein simulierten Universum. So, irgendwas ist da los. Aber ich muss meine Sticker ja noch einkleben, Leute. Und wird immer noch nicht reicht, ne? Man kann die Dinger so drehen. Wieso kann ich die nur nach rechts? Nein. Ah. Wieso gehst du danach wieder raus, wenn ich vier drücke? Da steht doch so. Ah.
So. So, keine Ahnung. Rein da. Der ganze Text, der im Weg ist. So. So, wer oder was ist los? Da ist ein Teleportpunkt. Puff. Was ist hier los? Wer oder was hier macht hier Stress? Was zum? Hab ich noch ein? Herr Regen geht mit den Geschmacksnerven auf Tourflug und komm und probier Herr Regens Zitronentörchen. Stört dich der Hering im Bild? Keine Sorge, wir haben schon lange aufgehört, ihn zu verwenden. Falls du Interesse hast, unser Produkt zu probieren, kannst du den Lebensmittelladen in der Nähe besuchen. Boah. Okay. Was ist hier los? Oh, sie habe schon mal gesehen. Sieht aus wie Corrin aus Fire Emblem Fates. Eine hübsche junge Dame wie dich beschütze ich doch gerne. Was ist passiert? Wer bist du? Alter, ich bin gerade hier aufgetaucht, Mann. Ja, wir haben einen Kampf. Ja, die Gegner habe ich schon gesehen. Gott, was ist hier los? Gegner sich zum ersten Mal. Na, Trommel. So, der Hund. Flammerkiste. Na gut, haben wir ja Gacha spielen. Gacha. Gacha. Aber. Soll ja nicht so stark sein, ne? Nö. Ja, außerdem war natürlich so viel Schaden, ne? Was? Danke. Da passiert, wenn ich irgendwie mit einer sehr schwachen Truppe hier kämpfe. Was haben mit den Soundeffekten gerade? So, gehen wir auf mich, Leute. Was sind die Soundeffekte von ihnen kaputt? Was zum? Die Soundeffekte gerade irgendwie verzögert? So, lass mal mit. Nein, ich wollte eigentlich. Ins Gesicht. Ich weiß nicht, warum das Sound hier so. Ist das so normal? So, wait, warte mal, hat sie gerade nicht Dings ihre Ultimate voll? Haben die mir meine Ultimate geklaut? Ja. Irgendeine andere Schwäche, danke. Jetzt geht's. Na, reicht schon. Okay. Warum sind die Soundeffekte bei meinem Hauptcharakter so komisch? Boah. Ich muss mein Team mal wechseln. Du bist, glaube ich, auch ein zukünftiger spielbarer Charakter. Warum treffe ich eigentlich jeden Charakter, der noch nicht rausgekommen ist, aber die beiden Charaktere, die schon draußen sind, die sind noch gar nicht aufgetaucht hier. Die schon in der Gacha spielbar sind und so. Spielbar meine ich. ベスト。この方は調和セレモニーのために お前らが捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか?
しかも客人と喧嘩までしやがって。もういい。さっさと行け。あとは俺が対応する。 Klammern uns jetzt mit dir? Nee. Klang jetzt gerade irgendwie so. Gallagher. まだ若いこともあって経験が浅くてな。俺の指示を誤解してピノコニーの大切な客人を犯人扱いしてしまったようだ。本当に失礼なことをした。 Alles klar, ich nehme gerne Credits an. Was ist die blaue Familie Bluthund? Houndokia-Mukyo-No-Banin-De-Koko-De-Mikko-Shano-Torishimari-O-Hajime-Tosuru-Chian-Izu-Katsu-O-Shiteiru-Sen-Jitsu-Mu-Ho-Mono-Ga-Utage-Ni-Kako-Tsukete- ピノコニーに侵入したという知らせが入ったんだ。今はちょうど調和セレモニー前夜だからな。実際、よからぬことを考えるやつも少なくない。安心してよ、お嬢さん。これはきっと誤解だ。こんな可愛らしいお嬢さんが密航者のはずがない。ありがとう。ギャラガーさんが助けてくれなかったら。 どうすればいいかわからなかった。何、大したことじゃないさ。俺は他の用があるから先に行くが、何か困ったことがあったら近くにいる子犬を通して連絡してくれ。それじゃ。Bis jetzt war der nicht so aufregend. Ich war vom Pompom ausgeschimpft, dann haben die irgendwie so Cartoon Monster auf mich geschickt. さっきは君のおかげで助かったよ。あやく 連れて行かれるところだった. Mein Leben ist allerdings nicht umsonst. Auf einen galaktischen Baseball kannst du dich immer verlassen. Hätte sie bestimmt bei der zweiten Option auch gesagt, ne? Weißt du das? Ich stand gerade irgendwann mit Autogramme. スクリーンで見たことあるんだ。君たちが銀河の各地を旅してることも知ってる。今回はファミリーに招待されてきたんでしょ。私、君を案内してあげられるよ。ハウンド家には密航者と間違われたけど、私は地元の人間なの。グルーヴェンフェン。ホタルっていうんだ。まあただのエキストラなんだけどね。 Das ist ja cool. Tatsächlich könnte ich einen Reiseführer brauchen. Cool. Mehr Musik. Oh Gott. Lass mich mal mein Team wechseln. Oh Gott, er kommt näher. Weil das Team hat es irgendwie nicht so gemacht. Lass mich mal irgendwie, oder nicht? Jetzt mal mit so einem Follow-up-Team. Ja, perfekt. Machen wir mal ein paar Follow-ups, ne? Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Nur. ほとんどの人が夢に入って最初に行く場所といえばオーディーショッピングセンター。それから、ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサンコインがあればどんなものだって買えるよ。 What?
Ich würde sagen, ich hätte mir dieses Auto da holen können. Geil. Dann fahre ich neben den Express mit dem Ding. Alles klar. Okay. Irgendwas Cooles zu kaufen. Oh, ich warte noch. ここだよ。夢の中では上が一番貴重なスパイスだって話聞いたことある?ここにはピノコニーを代表する料理がほぼ全部。クロックピザ。クロックピザにオークロールにルーサンサラダ。あと定番のスラーダも好きなものを選んでね。私がおごるから。オッケー、 ich hätte gerne Sollte ich machen, ich bin echt verfressen. Mich genau wie in Genshin Impact. Nehme einfach Mona aus. What? Okay. Das sind Pinakonis unverkennbare Gerichte. Such dir etwas aus. Ich lade dich ein. Damit kann ich mir nichts leisten. Ach, sie hat mir 20.000 gegeben. Ich hole meine Glocki Pizza, eine ganze Pommes Ei. Jetzt bin ich aber irgendwie interessiert. Also was? Wie ist mit Eis? Okay. Aha. Verdammt. Ich finde halt immer noch, das ist das schlimmste Sache, was ich je gemacht habe in Genshin Impact, wo der Reisende und Paimon, die einfach das Geld von Mona einfach ausgegeben haben, das, weil die Arbeit voll verfressen sind, ey. Das ist einfach auch nicht recht teuer. Ja. Ich weiß schon einige Informationen über sie. Leider. Ach, das sind für Technikpunkte. Ach, da sind wir hier Container zum kaputt machen halt. Ah. Geh weg von mir. Nein, da ist noch einer. Sie sind dabei. Oh mein Gott. Collectible. Boom. Ah, Sticker. Wow. Hey, warte mal. Da habe ich da jetzt bestimmt genug, ne? Das. Großer Verschwender. Mach mal den hier. Und dann habe ich 100%, ne? Yay. Yay. Sticker-Sammlung. Oh, da habe ich auch Belohnung für. Nice. Also eine Menge, die ich nicht habe. Nein. Okay. Alles klar. Wo führst du mich hin, Mädchen? Reise. Oh, das Ding. Clockboy. Ich habe gerade einen Weg gesagt. Was? Ich glaube, muss ja irre sein dann. Hat sie nicht etwas Bedrohliches? Hat seine Erscheinung nicht etwas Bedrohliches? Wer jetzt findet, ja, diese Dinger sind
diese Oldschool Cartoons wie ein Kappe jetzt in der Folge gruselig. Dem Letzteres wahrscheinlich, wenn schon verschiedene Geschichten von ihnen gibt. Genauso beschissene Träume wie ich mit Pompom. Oh, wann hat gerade die Erinnerung von dem, was wir gerade gesehen haben? So, kannst du ein Foto mit ihm machen? Bist du verwandt mit dem? Gerne. Was? Auf seinen mittelerregenden Hilferuf, der Ruf kommt aus den Wimpern von Clocky. Das Ding, was da sich bewegt als einziges. Die Wimpern bitten dich herausgezogen zu werden. Das fühlt sich fast zu sehr wie ein Traum an. Was willst du also tun? Ja, was wohl? Bitte gliere mich für mein Erinnerungsfoto. Wow, während er die Wimpern noch hat. Na, speichern. Tu mal einfach den seine Hilfeschrei ignorieren. Ja, okay, ich komme ja schon. Du hast mal ein schönes Foto mit Clocky gemacht, doch diese Wimpern scheinen es nicht zu schätzen. Sie betteln immer noch darum, dass ihnen jemand, also du, helfen soll. Ja gut, ich mache ja schon. Seren. Ein wunderschöner Mensch. Peace. Der scharfkantige Vogel piept ganz bezaubernd und fliegt dann von. Aber bevor er wegflog, scheint er eine Art Gegenleistung angeboten zu haben. Das Wichtigste ist, dass du zuerst dem Mammutbaum gehen musst. Zum Mammutbaum gehen musst. Vielleicht kannst du dich dort wieder mit ihm treffen. Dann siehst du, was genau das Schöne ist. Hast du nicht gehört? Ich kann also doch springen. Ich habe seine Wimpern herausgezogen. Na toll, ich wette. Ich bin irre. Na toll, ich habe den Verstand verloren. Origami-Vogel. Haben die mir nicht Hoffnung gesagt? Wollte ich für ein Geschenk für Abenteuer vorbereiten? Alles klar. Irgendwann vielleicht. Wow. Ey, yo. Was hier? Muss schon sagen, wo kommt die Musik auf einmal her?
Hey, auf der rechten Seite, da ist Robin. あれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無形の中で改修して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一個白期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まって。 ハルモニア聖歌隊を迎え、これはアーモニー演舞ギフト、アーモニー。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐ金光白期の調和セレモニーが始まるから早めに席を取りに来てね。あ、 Ich habe mit dem Teleskop kann man interagieren, aber ja, ich konzentriere mich auf die Story. Alles klar. Ah, mit dem Code, Mann. Nimm das, Goofy. Ich habe auch eine Träume. Für mich, als würde ich gerade Crash Team Tag Team Racing spielen. Da gab es ja auch diesen Freizeitpark. Er spritzt die ganze Zeit. Wenn man da runterläuft. Sind da hinten im Hintergrund Instrumente, die sich selbst spielen? Sie hält plötzlich inne. Ihr Blick wirkt vorsichtig und starrt dich an. Oder vielleicht etwas, das sich hinter dir befindet. Stimmt etwas nicht? Im nächsten Moment ist Glühmännchen Gesichtsausdruck wieder so wie zuvor. Sie schickt dir ein einnehmendes Lächeln. Wir haben beobachtet, verfolgt. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Das ist klar. Nein, was? Geht viel zu schnell weg. Jo. Jetzt kann man Slot-Maschinen spielen. So, da spiele ich schon genug Glücksspiel hat, ne? Das wird ein ganz schöner Erwartungsdruck.
Nur verlieren. Zu was stiftest du mich hier gerade an? Oh, mein Schweinchen findet einen Schatz. Stimmt, ich kann es vergessen. Okay. Topaz und Conti? So heißt das Ding in Englisch? In Deutsch? Auf Englisch heißt das Nambi. Goldener Gacha Automat spielen. Wunder gewinnen. Was haben wir denn da? So, ich kann eine Lichtkone hier freischalten. Lichtkegel, oder wie auch immer die heißen. Ja. Oh. Oh. Nicht telefonieren. Was sind? Ich drücke noch nicht vorbei. Okay, alles klar. Haben wir da versucht, was hier mit Glücksrad spielen? Was gibt's denn hier alles? Erfahrungspunkte. Mit Seilen werfen. Ja, am besten wäre natürlich das andere, ne? So, warte mal da. Ich habe noch ein Eis bekommen. Und Erfahrungspunkte. So, Schatz, Schatz, Schatz. Ja, was ist das? Was? Ich habe gerade Zerren gelesen. Ist ja wieder irgendwo jemand am Feststecken. Da. Hier. What? Zerren. Zerren. Kommst du gefälligst da raus? Sind immer zweimal. Du bist gut. Du hast dich nicht mal ein bisschen von mir erschreckt. Ich wurde besiegt. Komm nächstes Mal wieder vorbei, um zu spielen. Piep. Peace. Was kann ich denn noch hier machen? Was ist das hier? Geldspuckmaschine. Ja, weiß man, die Geldsegen eintreffen werden. Okay. Alles klar. So, was kann ich denn dann noch ausgeben hier? An dieser Ding, an diesen Ding, ne? Ist ja noch irgendwo was, ich halt ausgehen kann. Ja, was hiermit? Ich sehe jetzt nicht, wo man Zerren. Öffne den Deckel, dann kriegst du einen Preis und zwar mich. Ich dachte, die Kanalisation wäre voller Seelenfroh, aber es ist doch Wasser. Was für eine Enttäuschung. Piep. Gehen wir zurück zum Prinzen Gold und bin noch mal ein paar Früchte. Piep. Kotzt der da gerade Regenbogen? Ich glaube, der hat irgendwas mit dem Wind zu tun, deswegen lasse ich meinen Finger von dem. Eigentlich, wann machen wir das hier, ne? Ich sehe nicht, was wir noch machen können. Außerdem kriegt man hier einen Lichtkegel. Ich weiß nicht, ob das ein Event-Lichtkegel ist oder so. Ja, natürlich. Das scheint ja das Beste zu sein hier. Oh. Oh. Passt. Was ist das da? Hm. Hab ich da gerade bekommen? Irgendwas Normales, ne? Alles oder nichts. Garantiert nach der Verbindung bei der nächsten Glücksradrunde auf Pinakuni einen Sonderpreis. Ja. Hierfür? Also nicht das gleiche, ne? Verwenden.
Na, wer? Ich glaube nicht, dass das hier für funktioniert, aber versuchen wir mal, ne? Ja, ich sehe es. Eine Glühbirne und bringe eine Besichtigungstour zum Abschluss. Na, ist sie weg? Boah. Ich kann sowieso nur einmal hier. Ja, dann machen wir hier Glücksrad, ne? Oh, ihr seht auch verschiedene Preise, sehe ich gerade. Oder? Nee. Bei gleichen, ne? Okay, wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Geschichte aus der Zeit des Grafen. Gut aussehender Müll. Geil. Ja, gehen wir weiter hier rein, ne? Was gibt mir den Lichtkegel? Ich habe alles bisher bekommen, außer das. Also logischerweise müsste ich das jetzt bekommen, ne? Nein. Dann krieg ich da mehr von diesen Dingern. Bonk. Gut, das hat es voll nicht gemacht. So, wo ist sie? Ist abgehauen, wenn ich mal nicht gucke. Hey, yo. Nein, ich habe nichts gewonnen. Klingt etwas traurig. Zu voller Liebe. War, glaube ich, falsch. まるで大海原のように名もなき小さな人もその中では安心して眠ることができる。君が助けてくれたこと本当に感謝してるの。そのおかげで私はこの楽園を紹介することができるから。私はここに属さないけど、ここは私を受け入れてくれた。私もここを愛しているから。 Bist du wirklich ein blinder Passagier? Haben wir uns schon einmal getroffen? Gleiche Frage. Meine Freunde sind in anderen Traumlandschaften gegangen. いろんな場所を案内してるの。それは誰かが君の後をつけてるから。振り返らないで。彼のターゲットが君なのは間違いない。私たちがキャラガーさんと別れた時からずっと付いてきてる。君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がする。その人の身長は 80センチ前後、誤差は2センチ以内。体格はたくましくて明らかに鍛えてるのがわかる。サンポ。いや、これってサンポじゃない。こういう歩き方は足跡が残らない。彼は戦闘に長けてるみたい。特に秘密裏に行われる戦闘に。サンポだ。 指は細長くて柔軟。多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う。探検とかナイフとか。そういう人を知り合いにいる。
Ja. Jo, was geht? Das ist ein Charakter, den wir auf Bellabock getroffen haben, den Schneeplaneten. Etwas schwieriger Typ. Und ja, er sieht ein bisschen aus wie Joseph Joestar. Sampo. Stimmt, aber als wir Bellabock, glaube ich, verlassen haben, war auch irgendwie was mit dem. So als würde der irgendwie mehr irgendwie so vorhaben. Das ist Glühwürmchen, sie ist meine Reiseführerin. Hotaru heißt sie auf Japanisch anscheinend. Freut mich. Habe ich dich jemals als meinen Freund bezeichnet? Der war die erste Person, die wir auf diesen Schneeplaneten getroffen haben. Der wollte uns irgendwie abziehen direkt. お嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回って、白昼夢を見て、休暇を過ごしているだけですよ。ピノコニーで他にできることなんてないでしょ。あ、そうそう、ちょうどよかった。 せっかくピノコニーで会えたんです。やがしょな、ライズフェアレン。あなたたちのことはずっと観察していました。ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。大人の遊び。 どうやら図星のようですね。さあ、二人ともこの散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。いや、実はお前のアップカクター。ほら、グリューヴァンピエン。散歩さん、何を心配しているんですか。これ、そう、お前のフォイル。安心してください。 Die wahre Seite der Dinge. Oh Gott. So. Meins. Sticker. Boom. Oh Gott. Wer bringt uns hier zum Rotlichtviertel oder was? In diesem Gebiet oder was ist hier los? Oh. Nein, Vorsicht! Moment, Schweinbahn hier umgehauen. Okay. Oder hier. Bitte was? Seid ihr Sonic? この人はまだ無境になれてないから危険だと思うけど。ああ、別に、ジョンリン。危険。ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか。夢の中だからこそスリルを求めないと。さあ、お兄さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。 Okay. Nope. Meins. Nope. Ich weiß aber nicht. Ich will hier rüber.
Gehen wir darüber. Ich will aber hier rüber. Oh Gott. Ich werde das schon lernen. Verbleibende Energie. Ach da. Drücke auf die Scheibe und verbrauche Energie, um sie zu aktivieren. Nach der Aktivierung kann sie gedreht werden. Dahin nehme ich an, ne? Ja. Ja, so ist richtig. Okay. Abfeuern. Ah! Limonade, nicht schütteln. Direkt zur nächsten Truhe. Yeah. Okay. Der rennt schon wieder weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich den Charakter noch treffen werde, den ich treffen will. Heute. Schon die dritte Aufnahme, die ich heute aufgenommen habe. Ja, du bist da oben gerannt. In der Truhe. Hat er schon wieder was zum Zerren? Die Sonne scheint, so warm ihr Piep. Kann es hier träumen kalt werden? Ja, sehr sogar, aber ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde. Piep. Weil die Sonne scheint hier so warm. Piep. Vergiss es, ich kehre zu den anderen zurück, um mich warm zu halten. Piep. Peace. Okay. Weingläser. Ist das unser Dealer? また会いましたね。うん。ああ、あんたか。また来たのか。はい、今日は友人2人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか?何人だ?3人です。待って、感想は2000?VIPカードを見せてくれ。はい、どうぞ。 その友達2人のカードだ。あんたのはもう見たからな。ああ、それは僕の友達は初めて来たんですから。いざ、あざつ、別にあいねかおふん。10000クレディット。僕のカードで融通を聞かせてくれませんか?この2人の身元は間違いない。あとは、全部はしょびらいや。 僕のカードで保証する。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。入れないみたいだね。おのん。まずはガンツ。待てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ。用心棒のお兄さん、こうしましょう。 僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか?以前ここに。裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み。ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで理解して。Clown. もう、そう焦らないでください。その時が来たら教えてあげますから。分かった。彼女に伝えてくる。あんたたちはここで待ってろ。あ、このクニエプシアンライプでした。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も1個入れたと言ってた。どうするかはあんた次第だってな。 あはは、やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと1つになりました。
近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に1台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。 Oh Mann, erhaltene Gegenstände. Okay. Und was ist das? Ja, oder was uns Sampo zeigen will. Schlag mich nicht, Piep. Ups, falscher Knopf. Noch ein gezerrt. Piep, was hast du denn da? Ich habe so lange nach einem Weg gesucht, ohne mit dem Flügel mein Fliegen zu schlagen. Diese Pummelchen ist einfach toll. Wenn immer es am Himmel fliegt, kommt es nicht mehr runter. Ich muss mich also volle Kraft aufwenden. Das ist echt praktisch. Piep. Vergiss es. Es scheint nicht, dass ich mich auch mal auf meinen eigenen Flügel verlassen muss. Peace. Ja, oder was auch immer Sampo uns zeigen will, können wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ey. Wir haben immer noch die erste Quest hier abgeschlossen. Ich glaube, es gibt schon zwei oder so. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn? Wie viele gibt es denn ja schon? Ja, die beiden Charaktere haben wir noch nicht gesehen. Aber sind hier ja voll irgendwie so die Cover Girls hier von diesem Ding. Na gut, müssen wir uns auch gedulden, ne? Albtraum TV. Okay. Na gut, aber ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, ne? Und ja, danke schön fürs Zuschauen und hinterlassen ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ciao.